Ja, liebe Zuschauer, die gute Nachricht gleich zu Beginn: Für die Kunden der VBH gibt es zum Jahreswechsel keine Erhöhung der Strom- und Gaspreise. Herr Kriegers, das ist doch schon mal eine Botschaft, die man gerne weitergibt, oder? Auf jeden Fall, Herr Balgo. Also wir freuen uns sehr, dass uns das wirtschaftlich gelingen konnte. Staatliche Abgaben, die ab 01.01.2014 auf den Strompreis liegen, die also höher geworden sind, kompensieren können. Die Erhöhung der staatlichen Lasten betragen in Summe knapp 1 Cent pro Kilowattstunde. Und wir schaffen das, das zu kompensieren. Wie machen wir das? Wir machen das vor allen Dingen dadurch, dass es uns gelungen ist, recht günstige Strombezugskonditionen zu vereinbaren mit dem System einer deutlich marktnäheren Beschaffung von Strom, die jetzt im Jahre 2014 einfach kostensenkend und damit für den Kunden vorteilhaft zum Tragen kommt. Viele, die sich damit beschäftigen, wissen es ja, einige vielleicht nicht. Der Strompreis ist ja deswegen in den letzten Monaten so in die Höhe geschossen, weil ja eigentlich der Großteil doch schon Steuern und Abgaben sind, ne? Ja, es ist leider so, dass ein Großteil im Strompreis Steuern und Abgaben sind. Wir sind mittlerweile knapp über 50%. Und damit sind natürlich die Versorger wie die Versorgungsbetriebe einfach sowas wie diejenigen, die bisher die Praxisgebühr einzunehmen hatten. Das heißt also, das Geld an Steuern und Abgaben, was wir vom Kunden einfordern müssen, geben wir eins zu eins letztendlich weiter. Wir haben nichts davon. Aber Herr Balger, wenn ich das so sagen darf, wir haben den Ärger, wenn es darüber hin, also da raus zu einer entsprechenden Energiepreisanpassung kommen muss. Nun übernehmen ja die VBH neue Netze und das betrifft konkret die Ortsteile von Hoyerswerda. Man wird den Kunden dort eine ganz spezielle Offerte unterbreiten. Ja, wir bemühen uns gegenwärtig darum, ein Willkommenspaket zu schnüren, ein Willkommen-zu-Hause-Paket. Wir möchten natürlich, dass wir ab 01.01.2014 nicht nur die Strom- und Gasnetze übernehmen, was ja gesetzt ist, was ja Fakt ist, was ja beschlossen ist, sondern wir wollen natürlich dort eng mit den Einwohnern in den Ortsteilen zusammenarbeiten. Das heißt auch, wir bemühen uns selbstverständlich auch um eine Belieferung mit Energie, also nicht nur die VBH als Netzbetreiber, sondern auch als Energielieferant. Ja, und darum geht es bei der Schnürung eines Willkommen-zu-Hause-Paketes. Sollte man also unbedingt abwarten, was dort für ein Angebot auf die Einwohner der Ortsteile zukommt? Es ist sicherlich ratsam, nicht gleich jedes erste Angebot, was zurzeit auch an diesem und jenem im Briefkasten steckt, einzugehen, sondern einfach noch ein bisschen zu warten und dann sich in Ruhe zu entscheiden. Dann stehen wir ja hier, Herr Kriegers, in der Fernwärmestation in der Bonhoeffer Straße im Stadtzentrum. Anlass war, wir hatten darüber berichtet, dass die Fassaden richtig schick gemacht wurden. Ist ein schöner Hingucker geworden. In unmittelbarer Nachbarschaft noch das Kundencenter. Das wird ja ab dem nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, an einer anderen Stelle zu finden sein. Das ist richtig, Herr Balger. Entsprechend unserer Philosophie, VBH, wir machen das, heißt diese Philosophie natürlich auch näher an den Kunden ranzurücken. Das meinen wir tatsächlich wörtlich, indem unser Kundencenter an den Lausitzer Platz rückt und damit unmittelbar an einen wirklich der zentralsten Orte in der Stadt. Wir werden dort bekanntermaßen Räume der Lausitzhalle nutzen. Wir denken, dass wir Ende Februar nach unserem Bauablaufplan, ist ja alles geplant und vorbereitet, so zu Ende sein werden, dass wir unseren Kundinnen und Kunden dann einfach sagen können, jawohl, komm bitte vorbei, wir machen eine Eröffnung und ihr seid alle herzlich willkommen. Dann freuen wir uns drauf. Herr Kriegers, vielen Dank für diese Information. Gerne.